Bienvenidos a todos und jetzt spreche ich Deutsch. Vielen Dank, dass ich Deutsch sprechen kann. Das passiert mir leider nicht so oft. Nach der Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe, dazu sage ich gleich noch mal etwas, hat der Berliner Wassertisch den Slogan nach Rekommunalisierung Demokratisierung. Denn das ist nicht identisch. Und wir werden seitdem auch immer wieder gefragt nach unserem Modell, wie man demokratisieren, wie Partizipation. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt nicht das Modell der Partizipation. Denn die Ausgangssituation ist immer sehr verschieden. Erstens, lokal, ein kleiner Ort hat andere Bedingungen als wir in Berlin mit unseren 4 Millionen Wasserkunden und Kundinnen. Aber wenn wir über Wasser sprechen, sprechen wir ja auch nicht nur über Trinkwasser. Wir sprechen über Abwasser, über Dämme, über die Flüsse, das Grundwasser. Das heißt, es ist so ein großes Spektrum. Und wenn wir sagen, Wasser in Bürger- und Bürgerinnenhand, dann ist es ein guter Slogan, aber die Bürger sind ja auch nicht alle gleich. Sie sind sehr verschieden. Und deswegen, also es gibt interessierte Bürger und Bürger, die mehr oder mehr normal, es gibt die Experten, es gibt unter den Bürgern ja auch die Wirtschaftsinteressierten, die Politiker nicht zu vergessen. Das ist keine homogene Gruppe und deswegen kann es meiner Meinung nach das Modell der Beteiligung gar nicht geben. Aber wir wollen uns trotzdem der Sache natürlich annähern. Ganz kurz zur Geschichte von Berlin, ganz kurz. Die Berliner Wasserbetriebe sind seit 2014 rekommunalisiert. Das heißt, sie sind 100% wieder in öffentlichen Hand, nachdem die Berliner Regierung jeweils 24,9% erst von RWE, das ist Thames Water International, und dann 24,9% von Veolia zurückgekauft haben. Der Berliner Wasserbetriebe von 1999 nennt man heute PPP, Public Private Partnership. Das ist das Modell, nach dem weltweit im Augenblick privatisiert wird. Auf dem Treffen der G20 in Hamburg haben sie dieses Modell für ganz Afrika beschlossen. Und man kann an den Berliner Wasserbetrieben nachvollziehen, was das heißt. Das werde ich aber heute nicht darstellen. Das kann man teilweise nachlesen oder kann ich auch noch mal was dazu schreiben. Nur ganz kurz die Essentials dazu. Der Vertrag in Berlin war 30 Jahre. Bis 2028. Zurückgekauft wurde 2012 und 2013 und der Preis für den Rückkauf war der entgangene Gewinn. Das heißt, sie haben den Gewinn bis 2028 bar auf die Hand bekommen, ohne noch etwas zu tun, denn sie sind ja aus den Berliner Wasserbetrieben rausgegangen. Das ist symptomatisch, das ist auch der Grund, weshalb alle PPP-Verträge so lange sind. Nicht, weil die sich so verpflichtet fühlen für Wasser für 30 Jahre, das ist ja nicht ihr Interesse. Ihr Interesse ist das Interesse der Konzerne ist ganz klar, das ist der Profit. Und auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber die Rekommunalisierung ist ein wichtiger erster Schritt, um das Wasser wieder in Bürgerinnenhand zu bekommen. Aber warum sage ich nur der erste Schritt? Wenn ein Betrieb privatisiert war und wir bekommen ihn zurück, dann ist er nicht identisch mit dem, was er als öffentlicher Betrieb vorher war. Denn er wurde ja privatisiert, um Profit zu machen. Und die ganze Struktur des Wasserbetriebes ist allein auf den Profit orientiert.
Das sind immer die gleichen Mechanismen. Man entlässt Mitarbeiter, man intensiviert die Arbeit, man fährt die Investitionen runter und die Preise werden erhöht. Das ist immer das Gleiche. Ja? Und in dem Zustand haben wir die Berliner Wasserbetriebe zurückbekommen. Es wäre nun möglich, wenn es zurück ist, dass die Struktur auch geändert wird. Aber dafür braucht es einen politischen Willen und den gibt es bisher in Berlin nicht. Die Berliner Regierung im Augenblick sind das die Sozialdemokraten, die Grünen und die Partei der Linken. Sie haben auch nur ein Interesse, möglichst viel Rendite aus dem Wasser zu bekommen. Denn Berlin, das müsst ihr wissen, ist hoch verschuldet. Deswegen sagten sie damals, müssen sie die Wasserbetriebe verkaufen. Und 1999 hatten wir 35 Milliarden Schulden in Berlin. Und heute haben wir 60 Milliarden. Also der Verkauf hat nichts gebracht. Und das Interesse aller politischen Parteien bisher ist, möglichst viel Geld aus dem Wasser zu ziehen. Und da sind wir ganz klar dagegen als Wassertisch. Wir sagen, Wasser bezahlt Wasser. Das heißt, was wir als Wasserkunden bezahlen, muss für das Berliner Wasser investiert werden. Da ist eine Menge zu tun, weil die Investitionen zurückgefahren wurden und überhaupt die Situation des Wassers in Berlin schlecht ist. Aber wir möchten mit unserem Wassergeld nicht Dinge bezahlen, die wir mit anderen Steuern sowieso bezahlen. Und vielleicht wisst ihr, dass der Berlin sich den Skandal um einen Flughafen leistet, der seit 5 Jahren nicht eröffnet wird und jeden Tag 1 Million Unkosten macht. Das heißt, der Berliner Senat verschwendet Geld und dafür wollen wir unser Wassergeld nicht hergeben. Deswegen kämpfen wir dafür, dass das Wasser, was wir bezahlen, und das ist ziemlich hoch, dass das in Betrieb bleibt. Moment. Aber da die Politiker das nicht wollen, weil sie ja auch alle in dieser neoliberalen, ökologischen Denkweise sind, braucht es den Druck von unten, von uns Bürgern und Bürgerinnen, die etwas anderes wollen. Und wir haben jetzt, die Rekommunalisierung wurde nur erreicht, weil der Berliner Wassertisch von 2006 bis 2011 eine Kampagne geführt hat für ein Referendum, unser Wasser, mit dem Ziel, dass die bis dahin geheimen Verträge der Privatisierung veröffentlicht werden. Mehr konnten wir gar nicht fordern, aber diese Geheimhaltung der Verträge ist auch ein essentieller Punkt bei allen Privatisierungen. Wenn ihr Erfahrung habt, wisst ihr, dass ihr alle die Verträge nicht sehen könnt. Und es war deswegen ein großer Erfolg, als wir das Referendum gewonnen haben und die Berliner den Vertrag veröffentlichen mussten. Das war 2011. Und das hat so viel Druck auf unsere Politiker gemacht, dass sie dann die Anteile zurückgekauft haben und deswegen rekommunalisiert wurde. Aber wenn wir jetzt sagen, nach Rekommunalisierung, Demokratisierung, was heißt das eigentlich? Das ist ein schöner Slogan, aber wie sieht das konkret aus? Wie sieht die Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen in so einem großen Betrieb. Berlin ist die europäisch größte Wasserwerke mit 4 Millionen. Ja. Wie sieht das aus? Und deswegen diskutieren wir jetzt eigentlich schon 2 bis 3 Jahre, wie man das erreichen könnte. Aber ich muss euch enttäuschen, wir haben noch keine Lösung gefunden. Ich kann jetzt nur ein bisschen die Rahmenbedingungen und unsere Vision euch darstellen. Die erste Forderung, die wir als Wassertisch haben, ist, dass der Senat aus dem Wasser keinen Gewinn zieht. Es gibt aber für ganz Berlin ein Gesetz, das sagt, dass alle öffentlichen Betriebe Gewinne machen müssen. Und deswegen möchten wir, dass dieses Gesetz geändert wird.
Aber es ist so, das ist so kompliziert, dafür kann man kein Referendum machen, dafür bekommt man auf der Straße wenig Verständnis. Aber diese Forderung ist erstmal eine ganz wichtige, sonst kommen wir ja aus dieser Profitfalle gar nicht raus. Dadurch, dass bisher keine politische Partei das Prinzip der Profitmaximierung aus Wasser in Frage gestellt hat, ja, müssen wir von unten versuchen, das immer wieder publik zu machen und Öffentlichkeit machen. Aber da haben wir ein Problem. Das Wasser in Berlin, das aus der Leitung kommt, ist tatsächlich sehr gut. Und die meisten Bürger und Bürgerinnen glauben, dass mit der Rekommunalisierung jetzt alles in Butter ist. Und sie ihnen zu erklären, dass es immer noch nicht in Ordnung ist, das ist sehr schwer. Und es gibt in Berlin, wenn gutes Wasser aus dem Hahn kommt, dann gibt es nicht so einen Druck. Ja? Und im Augenblick zum Beispiel ist das Problem der Mieten. Die Mieten in Berlin steigen im Augenblick wie eine Explosion. Und das ist ein großes soziales Problem. Und deswegen ist es nicht leicht, das Thema Wasser so in die Öffentlichkeit zu bringen, dass wir genug Druck auf unsere Politiker machen können, dass sie diese Profitmaximierung sein lassen können. Aber das sind nur ein paar Punkte, die es uns schwer machen. Aber wir sind natürlich nicht tatenlos. Wir machen trotzdem immer wieder publik, was wir möchten. Wir haben nach der Rekommunalisierung neben dem Wassertisch einen Wasserrat gegründet. Das ist wie eine Versammlung, wo alle Bürger, die mit Wasser etwas zu tun haben wollen, hinkommen können. Und mit ihnen zusammen haben wir eine Berliner Wasserkarte entwickelt. Die liegt hier leider nur auf Deutsch auch auf dem Tisch. Diese Wasserkarte ist ein Rahmen, mit dem wir möchten, dass es das Parlament beschließt, als einen Rahmen für ihre Wasserpolitik in Berlin. Aber das ist bisher leider noch vor allem unser Wunsch. Und es ist so, das Leitungswasser ist gut, aber es gibt in Berlin große Wasserprobleme, zum Beispiel mit dem Regenwasser und den Flüssen, die sehr verseucht sind, mit den Seen, die wir haben. Das Wasser, das wir bekommen, kommt aus Hohlufer-Filtrat, weil das Grundwasser in Berlin schon zu verseucht ist. Das heißt, da ist ökologisch ist da ganz viel in Berlin zu machen. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir sagen, wir brauchen dringend die Mitsprache der Bürger in diese Wasserpolitik, die nach wie vor immer nur nach der Logik des Profits arbeitet. Und dazu haben wir im Augenblick drei Ideen. Die eine Idee, dass wir fordern, dass der Verwaltungsrat in den Berliner Wasserbetrieben verändert wird und dass es dort eine Drittelparität gibt. Ein Drittel die Beschäftigten, ein Drittel die Bürger und ein Drittel der Betrieb. Auch dazu gibt es leider bisher keinen politischen Willen und ist es noch auf dem Papier, aber wir denken, das wäre schon ein guter Schritt. Das Zweite ist, dass wir mehr Bürgerinnenversammlungen gründen wollen. In Berlin gibt es zwei Professoren, die im Augenblick in der Politik und in der Soziologie das Zukunftsräte nennen. Das ist so gerade ziemlich modern in der Soziologie und das könnten wir uns auch vorstellen. Ich persönlich, und ich sage extra persönlich, weil wir sind uns da beim Wassertisch auch nicht ganz einig. Der eine findet das wichtiger, der andere das. Und ich persönlich bin der Meinung, egal welches Modell wir machen, ist es wichtig, dass das Thema Wasser in der Bevölkerung ein wichtiges Thema ist. Dass es eine Bewegung von der Seite der Bürger für das Wasser gibt. Und das gibt es im Augenblick nicht, das habe ich ja erklärt. Und dazu haben wir jetzt gestartet, eine Idee, die stammt von Maud Barlow. Maud Barlow ist die weltbekannteste Wasserkämpferin. Sie ist Präsidentin im Council of Canadians. Und sie hat die Idee,
der Blue Communities entwickelt. Und diese Idee der Blue Communities ist im Augenblick, für was ich mich mit der bisschen Energie, die ich noch habe, am stärksten mache. Es ist die Idee, dass eine Stadt, eine Gemeinde, aber auch eine Kirchengemeinde oder eine Universität sich für das Wasser verpflichten. Das wird die Johanna gleich noch ein bisschen genauer erklären. Das heißt, wenn wir über Bürgerbeteiligung sprechen, müssen wir meiner Meinung nach die Basis, dass die Bürger erkennen, dass Wasser ein essentielles Thema ist. Natürlich auch vor allem in der dritten Welt, wo es ja noch essentieller ist als bei uns. Das ist so, wo ich denke, das ist ganz wichtig. Ja, ich bin schon fertig. Diese drei Ansätze darf man nicht gegeneinander diskutieren. Sie sind komplementär, jeder versucht auf einer anderen Ebene. Und ich würde mich freuen, wenn ich hier nachher auch noch ein paar Anregungen von euch bekomme. Und ein bisschen was sagen. Also wir haben diese Initiative aus Kanada kommend aufgegriffen, Blue Community, was die Verpflichtung ist von einer Stadt, einer Gemeinde, einer Kirchengemeinde oder einer Universität, sich zu den Punkten zu bekennen, dass Anerkennung des Wassers als Menschenrecht und auch der sanitären Grundversorgung. Das hört sich so selbstverständlich an, natürlich ist Wasser ein Menschenrecht, aber wo gibt es in den Städten frei zugänglich Trinkwasser? Das heißt in der praktischen Konsequenz, es muss mehr öffentliche Brunnen geben, wo man auch seine Flasche mit Wasser füllen kann. Und es muss Toiletten geben, wo man nicht 50 Cent oder 1 Euro bezahlen muss, wenn man unterwegs mal zur Toilette muss. Also wenn man diese Verpflichtung als Stadt akzeptiert, ist da eigentlich einiges zu tun. Der zweite Punkt ist Wasser als öffentliches Gut. Das heißt, auch wenn wir in Berlin jetzt rekommunalisiert sind, ist das ja nicht eine Absicherung auf immer und ewig. Wenn die irgendwann wieder die Idee haben, wir wollen es verkaufen, wer weiß. Deswegen ist es nochmal eine Verpflichtung mehr. Wasser darf nie und überhaupt nicht wieder verkauft werden. Das hat immer öffentlich zu bleiben. Und der dritte Punkt, Leitungswasser vor Flaschenwasser. Das ist ein ganz großer Bildungsauftrag, weil unser Berliner Wasser eigentlich meistens in Europa ist Trinkwasser. Und viele Menschen kaufen in den Discountern billiges Flaschenwasser, was viel weniger Kriterien unterliegt in der Kontrolle. Also es ist meist wirklich nicht besser, eher schlechter als das Leitungswasser. Aber die Menschen denken, es ist besser, wenn sie Flaschenwasser kaufen. Das sind Transportwege, das sind die leeren Flaschen, die unsere Weltmeere verschmutzen. Das sind so viele Probleme, also ökologisch, ökonomisch ist das alles völliger Schwachsinn. Aber da ist ganz viel an Bildungsarbeit nötig, dass die Menschen das verstehen. Und dazu gehört auch, dass man Wasserflaschen unterwegs auffüllen kann, also dass Restaurants zum Beispiel auch Wasser anbieten. Und ich habe die Flyer, die aus Kanada kommen. Ich habe die Flyer, die aus Kanada kommen, ausgedruckt und dorthin gelegt. Die gibt es in 4 Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Also wer da was mitnehmen möchte. Und es gibt noch einen vierten Punkt, der auch fakultativ dabei ist, nämlich eine Kooperation mit den Ländern des Südens, wo es ganz andere Wasserprobleme gibt.